Sie hören eine Kostprobe des Sales Up Call, dem Weckruf für Ihren Vertrieb. Herzlich willkommen zu einem neuen Sales Up Call, diesmal mit einem besonderen Titel, nämlich wie man den Chef führt, den Chef führen. Und dazu hier bei mir im Studio Dr. Bernd Gerob. Bernd, du bist Geschäftsführer, Coach und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Und wahrscheinlich kennen dich viele Leute, die sich mit Podcasts beschäftigen, auch von deinem Podcast, der heißt Führung auf den Punkt gebracht. Ja, das stimmt. Du bist Buchautor und ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Stefan. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Wie soll man denn bitte seinen Chef führen? Der macht doch immer so viel, oder? Ja, das ist, hört sich erstmal komisch an, ne? Wie den Chef führen? Der führt mich. Da geht nichts. Vor allem, wenn der Chef vielleicht auch so ein, ja, jemand ist, der so ein bisschen unangenehm ist, dann kommen da ganz komische Gedanken normalerweise bei den Leuten hoch. Ich würde es gerne mal so ein bisschen abholen, dass wir uns anschauen, was heißt denn eigentlich führen? Wann führt denn jemand? Jetzt gibt es diese disziplinarische Führung. Jemand hat halt hier ist Chef, weil er der Geschäftsführer ist oder sonst was. Das meine ich aber nicht. Führen, das wirkliche Führen ist ja nur dann, wenn jemand demjenigen folgt. Das heißt, ich brauche gar keine disziplinarische Verantwortung, Projektleiter. Ein normaler Mitarbeiter kann andere führen. Nämlich immer dann, wenn er zum Beispiel eine Idee hat und das rüberbringt und sagt, Mensch, lasst uns das doch so und so machen. Und auf einmal sagen andere, ja, super, doch so machen wir das. Hey, in dem Moment hat er geführt. Es geht also darum, dass andere mir folgen. Und in diesem Fall geht es darum, dass mein Chef mir folgt. Wie kriege ich es also hin, dass ich mit meinen Ideen, meinen Arten den Chef in bestimmte Richtungen bewegen kann, dass er etwas tut, dass er auf meine Ideen hört, wie auch immer. Und dann führe ich meinen Chef. Also das würde ja bedeuten, dass, dass sozusagen Führung nicht unbedingt was mit Hierarchie zu tun hat, sondern ja, womit eigentlich, wenn nicht mit Hierarchie? Es hat damit zu tun, dass ich es hinkriege mit Kommunikation, dass mir andere oder mit Persönlichkeit, wie auch immer, dass mir andere folgen. Es hat sehr stark mit Kommunikation, Einfühlsamkeit zu tun. Du bist aus dem Vertrieb. Der Vertriebler führt genauso. Er führt seine Kunden, wenn er es gut macht. Wenn er es schlecht macht und ihn nicht führt, funktioniert es nicht. Es ist das gleiche Prinzip. Ja. Also okay, das verstehe ich. Eine gute Führungskraft, ein guter Verkäufer weiß, dass er durch seine Kommunikation, durch seine Worte führen kann. Jetzt hat man normalerweise, wenn man in so eine Kundenbeziehung reingeht, ja eine gewisse Klarheit und auch eine gewisse Distanz. Der eine ist der Kunde, das andere ist der Verkäufer. Allen ist klar, was die Agenda ist. Es gibt eine Beratung und am Ende kommt eine Entscheidung raus. Mhm. Natürlich kann ich als Verkäufer da meine Führungsrolle nutzen. Letztendlich entscheidet aber der Kunde. Mhm. Wenn ich jetzt mal das übertrage auf so eine Führungssituation und ich sage, na gut, also ich kann ja versuchen, meinen Chef zu führen, aber wenn der nicht will, dann geht es ja wohl nicht. Ja, das ist richtig. Aber es geht umgekehrt genauso. Wenn du als Mitarbeiter nicht willst, kann der Chef Druck ausüben vielleicht noch, weil er disziplinarisch verantwortlich ist und kann dir drohen im schlimmsten Fall. Aber ganz im Endeffekt kannst du auch sagen, und jetzt, schlag mich doch. Also du siehst, die letzte Entscheidung hat immer derjenige, der sich dafür entscheidet, demjenigen zu folgen oder nicht. Das ist eine interessante Grundlage, weil wenn ich mit Teilnehmern arbeite in meinen Seminaren, habe ich ja häufig auch Verkäufer, die nicht der Chef sind, sondern einfach nur einer von mehreren angestellten Verkäufern. Mhm. Und die sind dann meistens so vom Impuls her, dass sie sagen, ja, das sollten Sie mal meinem Chef erzählen. Mhm. Mhm. Ich würde ja gerne, aber mein Chef hindert mich. Ja. Und ich stelle mir dann immer die Frage, gibt es wirklich so viele Leute, die sich von der Autorität eines Chefs letztlich von der Angst, gefeuert zu werden, so sehr davon abbringen lassen, das Richtige zu tun? Was ist da deine Erfahrung? Leider scheint das der Fall zu sein.
Ich kann es auch bis zum gewissen Grad verstehen. Ich bin selbst ich habe in meiner Zeit, als ich im Konzern war, sag ich immer, 4 Chefs gehabt. 2 davon waren super. Mit denen kam ich klasse klar. Die konnte ich auch führen. Und ich hatte 2 Chefs, mit denen kam ich nicht so gut klar. Die haben sich von mir auch nicht führen lassen. Und es gibt bestimmte Gründe, vordergründig könnte ich jetzt sagen, oder habe ich damals auch gesagt, ja, der ist inkompetent, der hat keine Ahnung, was weiß ich, diese typischen Sachen, bis hin zu empathisch, der versteht ja gar nichts und. Aber eigentlich kann ich auch solche Leute führen. Ich konnte es nicht in dem Moment, weil ich mich nicht auf die Leute eingelassen habe. Nochmal den Vergleich, es ist ähnlich wie beim Verkäufer. Es gibt halt Kunden, dann muss ich mich anpassen. Muss ich schauen, psychologisch intelligent, wie komme ich an die ran? Und wenn man sich das mal überlegt, also gehen wir erstmal von, ich würde gerne erstmal von so ein paar typischen Chefs ausgehen, wo man sagt, ja, die kennen meinen Chef nicht, da geht gar nichts. Wenn Ihnen das gefallen hat, können Sie die komplette Ausgabe herunterladen unter www.salesupcall.de.